Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ESL-TV-Ausgabe hier aus Köln. Ich bin Daniel Farid Belala, der letzte Anwärter auf den Moderatorenposten und habe heute die Ehre, durchs GTA 4-Special zu führen. Zur Unterstützung, ihr seht ihn im Hintergrund, habe ich mir Dennis Gehlen alias Take geholt. Wir werden GTA 4 nicht nur anspielen und testen, nein, wir werden auch auf die vielen Facetten und natürlich auf den Multiplayer-Modus eingehen. Wir haben neben den Neuigkeiten, die GTA enthält, natürlich auch noch einen Blick auf die Historie von GTA vorbereitet und werden ganz besonders natürlich auch noch ein Augenmerk auf die E-Sport-Tauglichkeit des neuen Titels aus dem Hause Rockstar Games werfen. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, den Stefan Weber. Er ist der Community Manager der CSL, die Console Sports League, vielen bekannt. Und mit ihm werden wir hier das Spiel testen. Er wird uns Rede und Antwort stehen. Ich freue mich drauf, wenn ihr in wenigen Sekunden noch dran seid. Ich gehe kurz rüber zu den Jungs und dann geht's auch schon direkt los. Ja, Jungs, morgen willkommen. Moin. Dennis, hi. Hallihallo. Hi. Hi, Stefan. Stell dich einfach noch mal ganz kurz vor, ich habe es eben ein bisschen abgekürzt. Du bist Community Manager der CSL, Console Sports League. Genau. Ich bin verantwortlich für die Ligen und Turniere, für den Content auf der Webseite. Also, wie der Name schon sagt, für die Community, wenn die irgendwelche Probleme auf der Webseite haben oder irgendwie in der Liga nicht reinschauen können oder sonst irgendwas, dann wenden sie sich an mich. Okay, und ihr habt GTA 4 mit in die Ladder aufgenommen, ja, das wie ich das richtig gesehen habe. Das wurde von der Community gefordert. Also ist bei uns generell immer so, wenn sich einige Leute melden und ein Spiel spielen wollen, egal welches es ist, dann werden wir das auch anbieten und versuchen halt den ein oder anderen Cup halt in diesem Spiel zu veranstalten. Und bei GTA war genau das Gleiche. Also da haben sich anfangs sogar sehr viele gemeldet, die da mitspielen wollten. Und jetzt sind ca. 40 Leute in der One-on-One-Ladder dabei und ein paar Teams tun, vor und vor. Okay, wie sieht es denn mit den alten GTA-Titeln aus? St. Andreas, Vice City, waren die auch schon in der Ladder enthalten? Oder liegt es jetzt wirklich an den Neuheiten, die in GTA 4 enthalten sind, dass ihr es jetzt erst aufnehmen konntet? Also zum einen gab es damals die Console Sport League noch gar nicht. Okay. Und zum anderen der Online-Modus war gar nicht vorhanden. Genau, das heißt, es ist eine der Neuheiten halt eben jetzt in GTA 4, ja, dass man praktisch halt eben online Multiplayer-mäßig zocken kann. Darüber hinaus sind natürlich noch viele neue Neuigkeiten dazugekommen, zum Beispiel die Ragdoll Engine. Du selber hast GTA 4, denke ich mal, schon ausgiebig getestet und gespielt? Ja, so ein paar Stunden. Okay, und wie findest du denn die Engine und die Grafik? Ja, also Grafik und Engine, überhaupt die gesamte Spielphysik, ich finde es super genial. Also die ganzen Wertungen in den einzelnen Spielemagazinen, was man halt so auf den Community-Seiten sieht, das entspricht schon den Tatsachen. Also das Spiel hat ganz klar Potenzial zum Hit des Jahres. Es kommen zwar noch ein paar andere Games, die dem Ganzen etwas streitig machen kann, aber das Spiel ist rundum wirklich hervorragend gelungen und auf jeden Fall lohnenswert zum Kaufen. Also ich denke auch, ich habe es halt am Wochenende auch schon mal ein bisschen anspielen können und muss sagen, dass ich schwer begeistert bin und jetzt wirklich überlege, ob ich mir eine Konsole holen sollte. Nun gibt es das Spiel für die PlayStation 3 oder die Xbox 360 aus dem Hause Microsoft. Welche Konsole würdest du denn unseren Zuschauern empfehlen? Ich habe auf der PlayStation 3 GTA auch noch nicht gezockt. Also ich kann mich auch bloß auf die einzelnen Berichte ich kann auf die einzelnen Berichte halt zurückgreifen und daran haben die Experten gemeint, dass kein großartiger Unterschied zwischen den beiden Konsolenversionen da ist. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass halt die Programmierer auf der PlayStation 3 noch lange nicht die gesamte Hardware haben ausnutzen können. Also wenn schon mehrere Spiele von Rockstar auf der PlayStation 3 erschienen wären, dann hätten die vielleicht mehr Erfahrung gehabt mit der gesamten Programmierung und dadurch einfach etwas mehr aus dem Spiel halt herausholen hätten können. Aber wie gesagt, also scheinbar sind die beiden Konsolenvarianten völlig identisch. Okay, was mir natürlich aufgefallen ist, ist halt eben wirklich der wahnwitzige Spielwitz und die Satire, die im Game enthalten sind, die natürlich dieses Spiel zu einem absoluten Klassiker und eigentlich auch wirklich, wie du schon sagtest, muss machen in diesem Jahr. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, Dennis, hast du es schon angetestet, beziehungsweise was war die letzte Version von GTA, die du gezockt hast? Ganz ehrlich, die letzte Version, die ich gespielt habe, war GTA 2, ausführlicher, sage ich mal. Die anderen habe ich mal wenigstens gesehen. San Andreas zum Beispiel habe ich zu Hause selber noch nie gespielt, obwohl ich selber zu Hause habe. Das ist natürlich eine sehr lustige Sache. Die neue Version habe ich leider nicht gespielt, aber ich habe es zumindest ein bisschen gesehen. Muss sagen, ich bin jetzt ein Vollnoob. Aber ich will mir natürlich heute mal ein paar Infos von euch holen, weil ihr beiden habt das ja schon gespielt. Du hast ja sehr bescheiden gesagt, ein paar Stündchen. Tatsächlich ist es ja so, dass du schon mehrere Tage insgesamt in Stunden gespielt hast. Also ich bin jetzt nicht der Über-Hardcore-Zocker. Ich habe auch nicht unbedingt so viel Zeit jetzt immer irgendwie am Abend. Der Arbeitsplatz, also da, wo die Xbox und natürlich GTA gespielt wird die ganze Zeit. So 20 Stunden habe ich jetzt eine reine Netto-Spielzeit halt in dem Spiel verbracht. Bin jetzt bei 35%. Also ich bin bei einem Drittel. Also ich habe nur sehr, sehr viel vor mir. Okay. Das Spiel enthält natürlich auch, wie wir schon vorhin am Anfang gesagt haben, verbesserte Ragdoll Engine. Dazu kommt natürlich auch die verbesserte Passanten-KI. Wie findest du die? Finde ich super. Also ich
kann jetzt die Vorgänge leider nicht beurteilen, weil ich die eben nicht gespielt habe. Also ich habe mich da jetzt das erste Mal von dem vierten Teil infizieren lassen und habe aber mitbekommen, dass die Stadt oder die Straßen halt auch unabhängig von seinen eigenen Interaktionen lebt. Also dass irgendwie ein Auto halt bei Rot eben ein kleines bisschen drüber fährt und irgendeinen Passanten halt mitnimmt, dann sieht man halt irgendwie, dass einer was aus der Hand fallen lässt, einer rennt halt irgendwie davon. Also das passiert sehr, sehr viel ohne das eigene Zutun und ich finde das super. Also ich finde das wirklich genial, weil das haucht dem Spiel enorm viel Leben ein. Ja, also mir ist das wahnwitzige Szenario passiert, dass ich das Spiel wirklich angefangen habe zu spielen und direkt am Anfang kann man sich ja praktisch gleich erstmal ein Auto klauen, um erstmal die Stadt zu erkundschaften und da saßen nun zwei Fahrer drin, das heißt, ich ging dann nun an das Auto, riss die Tür auf, sagte dem Jungen, du wirst jetzt hier gehijackt, raus aus der Karre, zog ihn raus, Beifahrer sprang ebenfalls mit raus und ich wollte losfahren, bloß fand halt eben die Gastaste nicht und mit einmal kam der Fahrer und zog mich aus dem Auto wieder raus, wollte mich also verprügeln. Sein Kumpel stand dann halt gleich mit daneben, wollte mir auch noch eins auf die Fresse hauen und am Ende boxten sich die beiden, weil er nicht mich getroffen hatte, sondern seinen Kumpel. Und die beiden prügelten sich dann wirklich und ich stand daneben, guckte zu und danke Jungs fürs Auto, bin eingestiegen und weggefahren, fand ich also absolut amüsant. Geil, ja. Es hat sich ja nun wirklich eine Menge getan. St. Andreas hatte sogar RPG-Elemente mit drin im Spiel, das heißt, man konnte halt eben zum Tätowierer gehen, zum Friseur, in den Smokey-Studio und sich ein bisschen aufpumpen, um die Attribute vom Körper zu verändern. Das hat man jetzt alles weggefallen. Man hat auch den Umfang etwas reduziert, sage ich mal. Findest du die Entscheidung richtig? Oder, weil ich meine, du hast St. Andreas jetzt nicht gespielt, wenn ich es mitgekriegt habe. Also ne? Nur rein von der Überlegung her muss ich sagen, wenn die versucht hätten, die Rollenspielelemente irgendwie damit einzubauen, dann hätten sie auf der anderen Seite vielleicht weniger Zeit gehabt, irgendwie die Stadt detaillierter zu gestalten. Oder da wären andere Facetten halt dann wieder, wie sagt man, einfach nicht zum Zuge gekommen. Zu kurz gekommen, ja, wahrscheinlich. Zu kurz gekommen, genau. Und ich, von daher finde ich es völlig in Ordnung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es jetzt wäre, wenn es jetzt implementiert wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, weil die haben ja auch einen riesen Zeitplan, an den sie sich halten müssen und von daher, glaube ich, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Okay, 1997, wie gesagt, kam GTA 1 raus und ich denke, wir schauen uns einfach mal ein ganz kleines Video kurz an, wie es praktisch damals aussah und wohin es sich entwickelt hat. We'll be right back.
Ja, da sieht man mal, wie sich die Grafik ändert und natürlich auch das Spielgeschehen. Wir haben gesehen, GTA 1, 2 und 3 hier auf in dem Trailer drinnen und natürlich auch 4. Ist natürlich schon eine fantastische Entwicklung, wenn man sieht, 1997 das erste Game, Vogelperspektive 2D von oben, und wenn man geschossen hat, dann sind die Raketen wirklich geflogen und man konnte hinterher gucken. Zu jetzt GTA 4. Du sagtest halt eben, dass du GTA 2, 3 und so weiter alles nicht gespielt hast. Wie sieht es mit dir aus? Ja, 1 und 2 habe ich auf jeden Fall gespielt und 1 war ich da eigentlich schon ziemlich gut. Ziemlich gut, das bedeutet... Ich würde sagen, er hier geht mir schon ganz schön hier ne, da unten in die Weichteile. Ich fühle mich einfach nicht ein, weil das Intro einfach so schlecht war. Also, ja, das finde ich ja auch, aber ich habe gehört, unsere Kameramänner fanden es so schlecht, dass es wieder lustig war. Ja, die beste Szene ist halt, wo einfach nur das Telefon rausnimmt und sich voll quatschen lässt, was er gesagt hat. Das ist einfach sensationell. Ich dachte mir auch so, da halte ich aber lange durch. Aber da war die Mutti dran. Nee, es war die Freundin wahrscheinlich dann. Die hat wieder hier mein Ohr abgeknabbert mit dem Telefon. Aber eins habe ich selber viel gespielt, muss ich sagen, sehr viel. Und das hat auch super viel Spaß gemacht, weil da gab es ja, ich kann mich noch erinnern, damals den Panzer. Und hat man immer auf jeder Map hatte man den sozusagen einmal. Und dann bin ich natürlich überall rum, habe den erstmal gesucht. Ich habe natürlich immer ohne Cheats gespielt. Ich war ein Verfechter der Cheater. Da bist ja eher das Gegenteil. Was? Du spielst immer gerne mit Cheats, damit du schnell durchkommst. Aber überhaupt nicht. Aber egal, auf jeden Fall bist du so einer. Und ich habe dann immer erstmal gesucht, hat natürlich ein bisschen gedauert. Aber ich muss sagen, ich war auch immer ein sehr aggressiver Typ. Ich wollte immer kämpfen und abballern und rumschreien. Und die Missionsziele haben überhaupt nicht gezählt. Keine Prioritäten gehabt. Dennis ist einfach nur los und hat die Polizei herausgefordert, dann das FBI und am Ende das Militär. Nach einem 40-stündigen Metzel hat er sich gedacht, warum sind hier immer noch Passanten? Aber der Panzer kann ja auch kaputt gehen, ne? Ja, der Panzer kann kaputt gehen. Das fand ich immer sehr blöd, weil er nicht so schnell war, konnte ich natürlich nicht flüchten. Super mit dem Panzer. Vor allem, das Militär fuhr dann ja auch entsprechend harte Waffen auf. Die Polizei konnte dann ja schon gar nichts mehr ausrichten. Ja, die Polizei war nicht so schlimm. GTA 2 und 3 auch mal gezockt? 3, wie gesagt, gar nicht gespielt. 2 habe ich auch noch gespielt. Ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr so konkret dran, was ich da so gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall, da habe ich angefangen, dann auch Missionen zu erfüllen. Also 1 und 2 waren, glaube ich, auch ähnlich. Also man konnte Farmen halt eben bei den entsprechenden Fraktionen. In dem Falle waren das ja, glaube ich, Yakuza gab's. Little China und Italy oder irgendwie sowas. Genau, da gab es so verschiedene Mafiosi-Clans. Und da gab es noch ein paar geile Wagen, muss ich auch sagen. Hier, diese eine Flotte da, welcher war das? Dieser Sportwagen, der schnellste eigentlich im Spiel. Also ich bin immer alle gefahren, habe rumgetestet, wen ich mir später mal selber kaufe. Und dann lang ist es her, 99. Ja, guck mal, also 9 Jahre, ne? Da war ich ja gerade mal 11. Nein, Quatsch, ein bisschen älter schon, aber ich war noch jung, 13, 14 oder so. Durfte bestimmt noch gar nicht spielen. Wenn da jetzt wieder irgendjemand zuguckt. Wenn jetzt die Jugendschützer zugucken, dann haben wir direkt wieder Probleme. Meine Mutter hat mir das gekauft. aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Und ich weiß nicht, es hatte also so viele Facetten. Also ich meine, mittlerweile ist es ja noch viel krasser. Aber damals, klar, wenn du eher so der Aggressive bist wie ich, ne, dann konntest du dich ja austoben. Musst du natürlich auch die Sachen kompensieren, die ich so an Problemen habe. Ne? Als 14-Jähriger, schweres Leben, ganz klar, auf jeden Fall. Aber dann die anderen Sachen kompensieren, wie ich muss jetzt schnell Auto fahren, habe ich dann auch gemacht. Da habe ich mir die schnellsten Autos rausgesucht. Und auch wenn ich mal Bock hatte, also bei GTA 2 war ich in der Pubertät, das angefangen, da habe ich auch gedacht, jetzt muss ich auch mal zeigen, weil ich was kann. Ne? So, und dann habe ich dann Missionen erfüllt. Und da kann ich mich erinnern, da musste ich irgendwelche Sachen zum Hafen bringen und so. Und dann, ja, ganz genau. Da war ich ganz Prostituierten-Fahrdienst zum Beispiel gehört dann auch dazu. Da war ich ziemlich gut. Also die Frauen sind auch immer direkt... Da war er gut drin, hat er gesagt. Aber bei jeder Mission, wo ich so eine Frau wegfahre, ist die so immer eingestiegen sofort. Ja, GTA 3, das ist der erste Titel. GTA 3, der dann in 3D rauskam, habe ich selber auch nochmal ganz kurz angespielt. Gefiel mir allerdings, muss ich sagen, nicht ganz so stark. Vielleicht auch, weil das Alter dann schon entsprechend nicht mehr vorhanden war. 2001 ist das erschienen. Und danach kamen halt eben noch viele Teile, wie zum Beispiel Vice City oder San Andreas, die halt eben hinzugekommen ist. San Andreas sogar mit den ersten RPG-Elementen, wie vorhin erwähnt. Vice City spielt in den 80ern, glaube ich, 86 oder so, und sollte angelehnt sein an Miami oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also ich habe auch bloß gelesen, dass wirklich jede Stadt irgendwie, Vice City war Miami und ich glaube im Zweier war es irgendwie Los Angeles, San Francisco, Las Vegas. Irgendwie. Genau, das war bei San Andreas richtig, da so eine Dreierstadt irgendwie mit Las Vegas und so weiter, richtig, genau. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück in Liberty City, angelehnt an New York. Und sieht super aus. Ich weiß nicht, ob Sie das Video schon gesehen haben, auf YouTube, da gibt es einen Vergleich zwischen echtem New York und dem virtuellen New York von Liberty City. Noch nicht gesehen? Richtig genial, also da kommen halt permanent die Fotos halt so rein und das schaut wirklich eins... Ja, gleich das eine dem anderen. Okay. Das ist wirklich super umgesetzt. Ja, also die Stadt lebt halt eben auf jeden Fall von dieser Detailverliebtheit, die Programmierer dort mit reingebracht haben. Und es ist schon wirklich schön mit anzusehen. Ich finde halt eben die Satire dann, die dann halt eben auch wieder immer mit reinspielt, nicht schlecht. Man startet ja am Hafen, kommt dann mit so einem Menschenschlepper an und hat dann die Möglichkeit halt eben, sage ich mal, das erste Startgebiet ein wenig zu erkunden und wird dann aber auch gleich von der Polizei an der Brücke abgefangen, weil es heißt Terroristenwarnung, Alarmstufe Rot, es darf keiner in die anderen Städte rein oder auf die anderen Inseln. Ja. Genau.
Ich habe versucht durchzubrechen. Mir ja, habe ich auch versucht. Die ersten zwei Barrikaden habe ich, hat mein Auto noch geschafft und bin ich irgendwie nur noch durch die Windschutzscheibe. Das war ein bisschen, naja, aber wie auch immer. Also, kommen wir zu ein paar Zahlen und Fakten, die wir vorbereitet haben. Ihr seht es auf dem Beamer, beziehungsweise ihr zu Hause werdet es eingeblendet sehen. Spiel rausgekommen ist am 29.04.08. Publisher in dem Sinne Take-Two. Programmiert oder hergestellt wurde es in dem Sinne von Rockstar North und Rockstar Games. Und ja, bis jetzt seht ihr selber, wie oft sich das Spiel verkauft hatte. 500 Millionen US-Dollar, das ist diese Summe, die mir seit der letzten Woche im Kopf rumschwebt, allein in der ersten Verkaufswoche. Das ist eine Zahl, die einfach unglaublich ist, wenn man bedenkt, eine halbe Milliarde US-Dollar. Ja. Jeder Blockbuster-Kinofilm, der in diesem Jahr rausgekommen ist, hat nicht mal ansatzweise in der ersten Woche so viel reingebracht. Also ich denke, Hollywood dürfte neidisch sein auf diesen Spieletitel. Und was für mich als Spieler gestern halt eben und auch vorgestern super faszinierend war, ist einfach die Vielfalt von den Autos, von den Waffen, schon alleine von den Musiktracks, die man in-game ja. hat. Man ist natürlich GTA ohne Musiksender und ohne Radio und im Auto, sagen, geht das, ja gar nicht. Das Radio damals, stimmt, da gab es genau. ganzen Radiosender. Boah, habe ich da richtig Mucke gehört, da brauchte ich gar keine Musik mehr kaufen. Vor allem, also bei mir ist es auch so, wenn ich irgendeinen bestimmten Titel höre, also zum Beispiel bei Queen, gab es einen Queen-Titel auf dem Rocksender, ja. dann habe ich dann das erste Mal heute drin gesehen, weil ich habe das Booklet gar nicht durchgelesen. Und dann denke ich mir, oh fuck, und ich hocke gerade im Auto drin und vor mir kam halt ein viel schöneres Feeling halt auf. Ja. Also es ist schon richtig, richtig gut gemacht. Also ich muss sagen, ich bin halt eher der Fan von R&B und Soul und habe halt eben auch Neo R. Kelly da drin gesehen. Madonna war mit dabei. 50 Cent habe ich, glaube ich, auch mit rausgehören können. Phil Collins, Klassiker aus den 80ern, war auch mit dabei. Und ich habe mich sogar schon dabei erwischt, dass ich gestern ja, im Auto saß, eigentlich hätte aussteigen müssen, um für meinen Cousin da einen Auftrag zu erledigen. Aber dann dachte, nein, das Lied hörst du noch zu Ende, bevor du aussteigst. Es ist wirklich faszinierend. Ja. Genauso wie mit den Waffen. Wie sieht es in den anderen Teilen aus? Was gab es da für Waffen? Was hatten wir da damals? Ich weiß, also ganz früher, weil ich da so eine Pistole gab, ein Maschinengewehr. Jetzt muss ich gerade überlegen. Oh, ist das schon lange her. Also ich weiß, dass es diesmal es Raketenwerfer auch gibt. Die gab es, glaube ich, damals auch. Damit konnte man... Auf Teil 1? Ich glaube, Teil 1 gab es schon auch einen Raketenwerfer. Kann sein, aber da hatte ich keinen gehabt. Dann hätte ich mal gerne. Mist, da muss ich jetzt nochmal auspacken. Da müssen wir nochmal die alten Raubkopien raussuchen. Da kriege ich ja doch noch alles kaputt, was da stand. Ja, ja, definitiv. Weil so konnte man sich nämlich auch nochmal des Militärs entledigen, wenn das dann kam. Wenn die richtig harten Jungs kamen. Da konnte man deren Autos einfach mit der Bazooka in die Luft sprengen. Deswegen bin ich mal gestorben. Kevlar-Weste auch wieder dabei. Handgranaten, Molotow-Cocktails, also von der Vielfalt der Waffen ist es wieder unglaublich. Was ich gesehen habe, ist, dass es diesmal in Waffengattungen unterteilt ist. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, also ich weiß bloß, man kann halt nur eine einzige Waffe von einer Waffengattung halt aufnehmen und da gibt es halt, es gibt nicht so viele Waffen jetzt wie in anderen Spielen, aber es gibt halt, sagen wir mal, zwei MPs, zwei Schrotflinten, zwei Scharfschützengewehre und eins davon kannst du halt immer mitnehmen. Genau, ich hatte es gesehen, irgendwie mit einer M16 Sturmgewehr und der AK-47, die man praktisch entweder oder tragen kann, eins von beiden. Was mir auch aufgefallen ist, ist das unglaubliche Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Man hat ja relativ schnell im Spiel sein erstes Date mit der lieben Michelle. Comedy Club ist spitzenmäßig. Ganz genau, und man kann ins Theater gehen, Golf spielen, Bowling, Fußball, also da gab es alles Mögliche auf gut Deutsch gesagt. Einfach auch nur ein Burger King mäßiges Restaurant und sich halt einfach nur auf eine Pommes und eine Cola treffen. Gab es früher nicht. Nee, das erinnert mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen an, wie heißt das jetzt hier? Sims? Sims natürlich. Da kriegst du dann auch noch Punkte bald. Nee, da kriegst du nicht, ne? Nee, Punkte, aber mir ist das passiert auch mal, noch. Das war auch mein erster Gedanke, so ein paar Stunden zocken, wenn man dachte, das ist echt Sims für Männer. Ja, Sims für Männer, Sims für erwachsene nur mit, Kinder, mit dicken Autos, dicke Waffen und geile Frauen. Genau, der kleine du Bruder. Du wolltest jetzt was anderes sagen. Kleine Bruder, stimmt. Stripclub gibt es auch als Freizeitangebot. Stripclub ist, glaube ich, die dritte oder vierte Mission, die man da erledigen muss. Ja. Da muss man in Müsste gezwungen, dir das anzugucken. Ja, man muss wirklich hinfahren. Einmal kann man, glaube ich, mit seinem Cousin zusammen dort die Show genießen. Es gibt dann auch so Private Dance und so. Ich habe das natürlich gleich erstmal ausführlich getestet, alles, um mir das mal anzuschauen. Schon alle drei auch durch, weil ich habe beim ersten Mal habe ich aufgehört, bin halt wieder raus und dann am nächsten Mal. Ja, richtig, habe ich auch getan. Du musst öfters draufbleiben. Wie öfter? Man kann das öfter machen? Ja, gleich, wenn die aufhört, sagst du, ich will nochmal und dann nochmal, also dreimal hintereinander geht's und beim dritten Mal sind halt zwei Mädels da, die... Verdammt, und ich steig nach dem ersten Dance aus. Verdammte Axt, habe ich auch nicht gewusst. Das verdammte Scheiße, ich muss morgen gleich wieder ins Stripclub. Gleich, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, sofort auf der Stelle. Oh, sind die hängen geblieben. Ja, Dennis, ne, du weißt doch, wenn es mit den Frauen im richtigen Leben nicht klappt, irgendwo muss man sich halt sein. Was soll denn das jetzt heißen? Ach komm, Speedy, ist ganz okay. Lass uns das Thema überschreiten. Also, ja. Ne? Alles klar. Wir wollten zum Multiplayer kommen. Wir hatten vorhin angesprochen, ist die Neuheit eigentlich schlechthin auch im Spiel. Und man kann sich einen Char erstellen, man kann online gegen andere Leute spielen. Ich habe gehört, die Xbox-Spieler müssen mit den Xbox-Spielern verkehren und die PlayStation-3-Spieler mit den PlayStation-3-Spielern. Ist immer so. Also es gab mal ein, zwei Spielchen, die PC und Xbox
wo man gleichzeitig unterstützt haben. Genau, die gegen genau, Shadowrun. Du kommst ja nicht aus Games. Deutschland, ne? Deswegen. Du kommst ja nicht aus Deutschland, ne? Bayern. Achso, ja, sag ich doch. Deswegen. Aber PlayStation und Xbox, da wird nie ein Weg zusammengehen. Okay, alles klar. Das heißt, es wird auch in Zukunft so bleiben. Wann können wir denn damit rechnen, dass es vielleicht auf dem PC rauskommt? Offiziell gab Rockstar ja sich da ziemlich bedeckt, hat nicht bekannt gegeben, wann es rauskommen soll. Die meisten Fans vermuten Ende des Jahres, weil es bisher immer rauskam. Ich kann es leider auch nicht sagen. Okay, du hast also auch keine weiteren Infos irgendwie? Nee. Okay, dann würde ich sagen, switchen wir einfach mal in die Charaktererstellung. Mhm. Controller nimmst du, ich überlasse dir das einfach mal. Wir gehen einfach mal rein, schauen uns das an und sehen dann auch sofort, das ist übrigens auch nur im Multiplayer-Modus möglich, genau da sich ein Char frei zu erstellen. Relativ einfach, man muss was genau machen? Einfach nur, also man geht ins Handy, mit dem Steuerkreuz nach oben und klickt auf seinen Multiplayer drauf. Jawohl. Und dann kann man halt hier die einzelnen Menüs anwählen. Genau. Eins davon ist Spielermodell. Und da kann man halt dann einen auswählen. Schauen wir mal. Oh, ich sehe da oben Geschlecht, männlich, weiblich. Ups. Geh nochmal kurz rein. Da kann man also auch eine Frau wählen. Sehe ich das richtig? Weil im Singleplayer ist man halt eben Niko Bellic, der Ex-Serbe, der da verraten wurde und jetzt nach New York geht, um praktisch ein wenig Ruhe zu finden, aber relativ schnell wieder in Trouble steckt. Und hier kann man jetzt sich also auch eine Tante auswählen. Genau. Interessant. Brillen, Hüte, Beine, Torso, Kopf. Komm, lass uns doch mal so eine richtig schöne Gangster-Braut erstellen. Haare. Was brauchen wir für Haare? Dennis, komm, sag mal was dazu. Nur weil ich aus Krefeld komme, was soll das? Eine Ahnung von Frauen. Ja, vor allen Dingen von Gangstern. Von Gangsterfrauen habe ich richtig viel Ahnung. Na komm, Dennis, dann erzähl uns mal. Blond, brünett, Asiatisch. Dunkle Haare. Dunkle Haare. Ich mag das, wenn die Haare ein bisschen ins Gesicht fallen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. So ein Lara Croft-Verschnitt. Dachte ich mir auch gerade. Okay. Ich sag ja, du stehst nur auf virtuelle Frauen, ne? Dann Gott, Torso. Ey, ich kann jetzt nichts gegen der Freundin sagen, weil die ist eigentlich recht hübsch. Was ich echt nicht verstehen kann, dass du die kriegst, das ist egal. So, Torso, das ist ein bisschen dicklich. Wir sehen es auch da drüben übrigens, dann können wir uns besser in die Kameras drehen, dann sehen die Leute uns nämlich noch zu Hause. Ja, schade, dass man jetzt so wie bei manchen anderen Spielen vielleicht ein Torso kleiner oder größer machen könnte, weil die hat jetzt schon da ein bisschen einen Bauchansatz. Achso, du hast den Bauchansatz natürlich als erstes gesehen und wolltest den jetzt etwas verringern. Man kann ja ins Fitnessstudio gehen. Oder nee, das stimmt, das ging in San Andreas. Jetzt geht es nicht mehr, richtig. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist rausgenommen worden. Ja, Beine, was gibt es da für Möglichkeiten? Dicke Oberschenkel, dünne Oberschenkel, Zellulitis und nicht? Nee, einfach nur die Hosenfarben werden geändert. Das sieht recht sportlich aus, aber Rot passt natürlich gar nicht dazu. Ich meine, Dennis, du als modisch bewusster Mann. Ich? Ja, als metrosexuell, hat man mir verraten vor der Sendung. Ich bin metrosexuell. Ja, hat man mir gesagt. Also ich stehe nur auf dem anderen Ufer, aber mehr auch nicht. Ach so, ja, dann hier in Köln, richtige Stadt dazu. Sag doch mal was. Rot? Also eigentlich rosa. Rosa. Rosa, rosa habe ich ja selber auch sehr viel. Rosa haben wir nicht. Wir haben hier so ein 70er Jahre Flower Power. Das ist ganz okay. Das ist auch so. Und dazu die Jeans mit den weißen Turnschuhen. Ja. Ja. Alles klar. Dann gucken wir mal, haben die noch coole Sonnenbrillen für die Tante? Ja, die sieht doch schon mal richtig gefährlich aus. Und dann geben wir da noch ein Basecap oder irgendwie was, falls wir haben. Okay. Naja, wenn du sagst, du magst die Haare, dann lassen wir das, glaube ich, weg, oder? Ach. Ja, jetzt hat er keine Lust mehr, dass man die Haare da so. Ja, ich sehe schon. Nee, das ist besser. Okay, alles klar, dann lassen wir die Haare raus. Und dann wähl doch einfach den Charmer aus, denn wir müssen natürlich dann noch darauf kommen, wie kommt man denn überhaupt jetzt in den Multiplayer rein und was können wir da machen? Ja, also du hast zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du wählst ein Mitspielerspiel, Mitspielersuche. Das oder sind dann gezielte Spiele praktisch gegen Freunde, die ich auf der Friendsliste habe oder. Genau, da kannst du dann private Matches öffnen. Okay. Und Ranglistenspiele. Gehen wir einfach mal auf ein Ranglistenspiel drauf. Genau, schauen wir einfach mal rein. Da sind dann extrem viele Modi. Also es sind zwar jetzt in dem Sinn wiederum nicht so viele Modi, weil sich die Team- und Einzelbasiert sich angleichen. Aber ich finde es schon recht ordentlich, welche Modis halt dabei sind. Also ich kann es jetzt nicht genau erkennen, aber Deathmatch, das ist Mafia-Jobs, glaube ich. Genau. Ja. Dann Carjacker sehe ich da als nächstes. Also kurz zu den einzelnen Modi. Ich glaube, für die Zuschauer, die das Spiel noch nicht kennen, Deathmatch ist klar, Mafia-Jobs, musst halt bestimmte Jobs erledigen, die dir aufgetragen werden. Ja. Wie viele gibt es insgesamt? Weil ansonsten würde ich sagen, lass uns erst kurz einen kurzen Teaser gucken und wir kommen dann nochmal zu den Multiplayer-Jobs, wenn wir direkt praktisch auch gegeneinander nochmal spielen werden und auch drauf eingehen auf den Multiplayer. Es sind, glaube ich, 5, 6 verschiedene oder so. 5, 6 verschiedene. Ja. Mit den Doppelbelegungen kommt man auf knapp 10, 15 in dem Dreh ungefähr, wenn man das dann im Team-Modus spielt und so weiter und so fort. Wir geben ganz kurz ab nochmal, zeigen euch einen Teaser, sind in 40 Sekunden wieder da und dann geht's hier direkt los mit dem ersten One-on-One. Thank you.
Welcome to America! Bravo, Barazzaru! Come in, come in! This is the mansion? The mansion is coming, cousin. That's the dream. What do you mean? We're going to the top, Nico. Soon, even you will forget about the old country. What's up, money? Hey, Nico. Move up, ladies. So, where are you taking me? Link, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll. Where are you, Roman? I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. So you're the guy who got jumped for a couple of minutes. Wake up! Who are you working for? I don't want to die, man, not like this! We must fight these people! It's them or us, cousin! What are you still doing here? Get out of my sight! Or I'm killing you! Let him know, might is right! I told you to be calm, you halted the jump! Welcome to America. Stop shooting people, you maniac! Leave my people alone! I ain't asking you, I'm telling you, do this! So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you. Well, since you put it that way, I'm in. So, und wir sind wieder zurück. Der Speedy hat sich den einen Controller geschnappt, ich den anderen, weil der Dennis ist eine Mutti und hat gesagt, er hat das Spiel noch nicht getestet und er traut sich jetzt nicht. Wir sollen erstmal vorlegen, damit er sich über uns lustig machen kann und im Anschluss daran dann halt eben selbst den Controller in die Hand nimmt. Ist das richtig so? Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Mal gucken, was der Speedy kann. Also wir beide werden auf jeden Fall jetzt gegeneinander zocken, Speedy. Jupp. Du startest das Spiel und hostest. Ich drehe mich mal ein bisschen raus aus der Kamera, damit ihr dann hier auch so den Hintergrund sehen könnt. So ein gutes One-on-One. Was spielen wir denn überhaupt? Rennen, ganz normales Rennen. Also das ist am beliebtesten im Moment auf der Konsole Sport League. Da spielen so 40 Leute. Das ist einfach ganz normales Straßenrennen. Okay. Du kennst das Spiel ja eh schon. Links ein wenig. Siehst du ja die Karte. Jawohl. Und musst einfach der gelben Linie folgen und die einzelnen Checkpoints abfahren. Genau. Okay. Was haben wir für Autos bekommen? Ich meine, ich finde Schwarz schon mal klasse auf jeden Fall. Also ich habe so einen Ferrari-Verschnitt. Das ist zum Beispiel nur etwas, leider haben sie ja die Lizenzen nicht von irgendwelchen Fahrzeugen. Na toll. Diese blöden Passanten schon wieder. Sauber. Speedy verliert. Ja, ich habe, wie gesagt, heimlich geübt am Wochenende. Ob es was bringt, ich finde es klasse. Oh, verdammt. Ich finde es klasse, dass hier Gegenverkehr ist. Ja, den kannst du auch nur einstellen. Also achso, den hätte man auch ausmachen können, sagst genau. du? Oh, der Mann brannte, glaube ich. Hast du das gesehen? Tatsache. Der hat gebrannt, ne? Ja, hinten am Rücken schön. Soll ich aussteigen, löschen? Ach komm, da gibt es noch genug von. Es scheint auch die Steuerung gar nicht so einfach zu sein. Nee, ist es schon anspruchsvoll. Ist es auch nicht, ja. Man kann das Gas, habe ich mir sagen lassen, justieren. Das heißt, wenn du also wirklich von Anfang an Vollgas da durchgibst, dann hast du das Problem, dass der Wagen natürlich entsprechend schnell ausbricht. Ja. Und ich sehe jetzt hier halt eben auch noch den Regen auf der Strecke. Das heißt, du hast auch schön noch Regen mit eingestellt. Ja. Damit es schön rutschig ist, ja? Und man noch mehr Schwierigkeiten hat. Wie weit bist du denn jetzt schon vor mir? Ich würde mal sagen, so 35 Kilometer oder sowas. Oh, verdammt. Dann hast du also schon das Ziel vor Augen. Ja, also ich bin jetzt hier ganz gut durch den Verkehr gekommen. Ich könnte jetzt eigentlich aussteigen und los joggen. Kann man das Auto denn wechseln während der Rennen? Nee, während des Rennens nicht. Okay. Weil ich hatte gestern GTA Race gespielt. Das ist eine ähnliche Modifikation. Man kann da lediglich halt eben noch Waffen einsammeln auf der Strecke. Und versuchen damit seinen Kontrahenten praktisch außer Gefecht zu setzen. Ja. Und da kann man auch das Auto wechseln, weil man relativ schnell halt eben auch mal zerschossenen Reifen hat und dann halt entsprechend nicht mehr vorwärts kommt. Oh. Oha, oha, oha. War alles gewollt. Das ist jetzt schlecht. Oh, mein Auto brennt, glaube ich, auch gleich. Du bist sicher, dass man nicht aussteigen kann, ja? Also jetzt, wo du es mit dem GTA Race gesagt hast, zu 100%ig sicher bin ich nicht. Okay. Dein Auto ist natürlich noch im Top-Zustand, gehe ich mal von aus. Da du das hier als Community-Manager der CSL wahrscheinlich drin. Sehr gut hast. Ach, eine Beule hast du schon. Ich habe schon eine Beule drin. Ist ja auch ein Merkmal der Neuheiten von GTA, dieses verbesserte Schadensmodell, was man halt eben hat an den Autos, dass das alles sehr viel realistischer ist. Wie realistisch findest du es? Also von der Fahrphysik her kommt es nie und nimmer an ein Rennspiel ran. Ja. Aber von der gesamten Physik her, vom Spiel her, ist es natürlich schon sehr, sehr gut. Also perfekt, würde ich schon fast sagen. Fast perfekt. Also ich habe gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich es
erlebt. Oh, mein Auto ist hinüber. Ich soll Y gedrückt halten, um zu respawnen. Habe ich jetzt erlebt, dass ich mit meinem Ferrari an so einem Poller hängen geblieben bin. Ja. Und dann also wirklich mit ja, Tempo 70, denke ich mal, mich dagegen geknallt, den Superman durch die Frontscheibe gemacht habe. Da bin ich ja beruhigt, dass das Auto repariert wieder zur Verfügung steht. Dennis, siehst du, also auch ein Spiel für dich. Ja, gerade wenn man so... Ich feiere im Straßenverkehr ungefähr so wie du jetzt gerade. Ja, ich habe ja sagen lassen, dass du schon des Öfteren geblitzt wurdest. Niemals. Niemals. Ich fahre immer ziemlich genau. Ziemlich sachte. Also, was war das mit dem 150 in der 30-Zone oder was war das? Ja, das war die Ausnahme. Ach, das war die Ausnahme, okay. So, jetzt habe ich hier vor lauter Laberei die Abbiegung verpasst. Ja, aber ich traue es dir echt zu, Dennis. Ohne Schmarrn. Ich traue dir das echt zu. Ohne Schmarrn, sagt er. Alles klar? Vielleicht 145 oder so. Nein, Quatsch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also der Straßenverkehr ist ja jetzt für jemanden, der das Spiel noch nicht so häufig gespielt hat, wirklich eine absolute Erschwernis. Naja, so wie im echten Leben heute. Ja, im echten Leben, wenn ich das Auto im echten Leben hätte, dann würde ich glücklich sein. Und kein Rennen machen. Richtig, und garantiert kein Rennen machen. Wie lang ist die Strecke überhaupt? Ach, wir sind schon in der zweiten Runde. Fantastisch. Du könntest natürlich auch vielleicht aussteigen, dir einen Hotdog holen oder irgendwas in der Art. Hotdog stimmt. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, praktisch seine Gesundheit wieder über Hotdogs, Ice Cream oder halt eben einen Besuch im Restaurant oder so. Gesundheit? Ja, gut, ja, Gesundheit. Wie spät ist es jetzt? 11:30 oder so? Ja. Da darf man nichts mehr essen. Da schlägt das nur noch auf den Magen und setzt an. Ich könnte mir echt meine... Speed ist ja schon ein ganz kluger Kerl, muss ich sagen. Ja. Aber fährt auch gut, also das ist ja eine Seltenheit. Du siehst ja, wie er fährt. Ich kann das leider nicht beurteilen, weil ich mit dem Rücken... Ich gucke eigentlich viel lieber dir zu, aber... Ich bin nicht auf Sicherheit mittlerweile. Ach, du fährst schon auf Sicherheit. So groß ist der Vorsprung. Alles klar, ich verstehe. Aber er hat auch eine riesige Beule vorne drin. Ja, ich habe, wie gesagt, schon das zweite Auto mittlerweile. Oh, der Motorradfahrer, der ist definitiv im Grab. Von hinten mit Tempo 80. Es ist unglaublich, wie ja, schwer es teilweise ist, diese Wagen zu steuern. Ich habe ja nun wirklich schon das ein oder andere Rennspiel gespielt. Bin ja nun eigentlich eher der Shooter. Aber man hat nicht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu sehen, oder? Die Geschwindigkeit kann man zum Beispiel nicht sehen. Nee, nein, leider nicht. Schade, das hätten sie auch noch mit einbauen können. Ja, es gibt natürlich immer noch so ein paar Feinheiten, die fehlen. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk ist einfach nicht der Multiplayer. Das ist halt so ein kleines Gimmick, finde ich. Ist auch ganz nett, das zu spielen. Aber ich komme eigentlich vom Singleplayer nicht weg. Also... Sagst du, die Story-Dichte ist einfach so tief, dass ja. Du lieber in Singleplayer spielst? Schon, also vor allem, wenn ich jetzt bedenke, ich bin wirklich jetzt 20 Stunden in einem Spielshow unterwegs und Das ist eine Menge Zeit eigentlich für das, dass ich hier erst abends irgendwann mal um 7:30 oder sowas zu Hause bin und dann unter der Woche ist ja meistens dann auch nur hier ein Bierchen angesagt und Dennis nicht. Also die 20 Stunden, das ist schon extrem viel. Und du möchtest ja auch nie mit mir mal weggehen. Und ich bin erst bei einem Drittel. Ja? Du willst ja mit mir auch nie weggehen. Doch, ich würde schon gerne mit dir weggehen. Soll ich euch... Wir können Telefonnummern austauschen. Wir können das auch nach der Sendung machen. Das ist überhaupt ich habe deine Nummer wirklich nicht mehr. Das ist natürlich. Ich habe mir aber sagen lassen, dass ihr beide schon zusammen in einem Zimmer übernachtet habt. Ist das richtig? Ihr beide? Nee, fast. Fast. Also ich habe im Zimmer übernachtet und der Dennis hat nicht im Zimmer übernachtet. Ah ja, du hast ihn also vor die Tür gesetzt. War in irgendeinem anderen Zimmer. Also ich glaube, irgendwas stimmt mit meinem Wagen nicht mehr, weil ich kriege... Der bremst also, die ganze Zeit. Ja, ich kriege keinen Speed mehr drauf. Nur die rechte Seite. Auch. Ah, jetzt vielleicht wieder. Nee, aber jetzt ist der Reifen eingültig. Komm, ich resette den einfach mal. Dennis schon zu Hause. Deine und Eltern kennengelernt. Stimmt, ach stimmt. Ja, siehst du, eigentlich sind wir schon gute Freunde. Dabei hatte ich dich jetzt fast eingeholt. Echt, du hast mich schon fast eingeholt? Nee. Doch, ich hatte deinen Punkt gerade wieder auf der Strecke gesehen. Würde sagen, wir wechseln dann aber auch gleich nochmal in den Deathmatch-Modus. Können wir gerne machen, weil ich glaube, ich bin jetzt so bei der Hälfte von der zweiten Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, dann lass uns da kurz rausgehen. Ja. Mach einfach ein neues Spiel auf und wir schauen einfach mal in den Deathmatch-Modus. Du kannst das ja alles steuern. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Ihr habt selber vielleicht so einen kleinen Eindruck gewinnen können, wie man das Spiel spielen kann. Ist natürlich nur, muss man dazu erwähnen, eine Modifikation für den Multiplayer-Modus. Es gibt halt eben, wie gesagt, den Deathmatch. Dennis, ich durfte gerade eben, das heißt Deathmatch, du bist ja auch so ein passionierter Shooter, habe ich mir sagen lassen. Counter-Strike und so ist alles dein Thema. RTS kennst du dich gar nicht mit aus. Würde ich sagen, legst jetzt einfach mal los. Wo war denn da die Ironie? Ja. Ich weiß ja weder mal, wo man läuft, noch, also ich denke mal, laufen ist wahrscheinlich sogar laufen hier. Laufen ist mit, ne? Dem hier, genau. Ja, ich, richtig. Wobei ich es lieber hier hätte. Bin ich auch ein Fan von, sag ich ganz ehrlich. Ich finde diese Coolie-Heads absolut grauenvoll. Da bin ich aber von Nintendo, glaube ich, geprägt worden als Junge. Super NES. Ja.
da fing einfach das klasse, ja so richtig ne? an. Ne? Ganz genau, also NES fing das ja auch schon an. Richtig, beim normalen Nintendo war es auch da schon. Da habe ich nämlich auch schon gehabt. Da hatten sie ja richtig diesen Knüppel da. Ganz genau. Und dann fing es an, Super Nintendo war es ja schon mal, ja, war es auch schon mal besser. Ne? Da gab es dann, glaube ich, zuerst mal 4 Knöpfe, ne? Ja, beim genau. NES waren es ja nur 2. 1 und 2 und der Dings dazu. A und B oder hießen die? A und B oder 1 und 2? Das kann sein. Also auf jeden Fall grau in rot und weiß gehalten. Und da gab es immer das Fußballspiel mit dem Rückwärtssalto und Megastoß. Und dann so ins Tor rein. Ja, Nintendo Soccer, irgendwie was. Richtig, richtig. Da konnte man von der Mittellinie praktisch. Mit so einem Fußballschuss. Das war immer Weltmeisterschaft. Und dann hat man eine Mannschaft gehabt, Deutschland oder so. Und dann ging es los. Oder Mexiko, da gab es Südmexiko. Egal, ich will jetzt hier. Weißt du, wo man schießen muss? Ich laufe dich jetzt gerade an. Muss ich irgendwas machen? Noch, glaube ich nicht. Ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung. Ich dachte, ich bin nur für den Teil hier, um den Speedy ein bisschen zu ärgern. Und was ist denn im Singleplayer-Speedy? Was ist da deine Lieblingswaffe? Ich renne meistens mit der AK rum. Mit der AK? Ja, weil ich habe die, das andere Maschinengewehr. Was ist das? M16? M16 ist das, glaube ich. Die habe ich noch nicht. Okay. Die kann ich noch gar nicht kaufen. Und von daher ist die AK noch die beste Lösung. Okay. Ich schmeiße aber auch gerne mit Granaten. Also aber mit Granaten würdest du auch ab und zu mal gelegentlich um dich? Ja, die sind halt scheiß teuer, aber die machen halt schon Bock. Also wenn du so in einer irgendwie... Kannst du damit auch irgendwie Gebäude beschädigen? Und sowas? Nee. Also du kannst wirklich nur auf Autos werfen und so. Und ja. Das also was ich gesehen habe, war beim GTA Race, dass man, wenn man kaputten Reifen hatte und praktisch auf der Felge fuhr, auf dem Metall, dass man dann halt eben wirklich so ein paar Steinspritzer, sage ich mal, sieht, die halt eben aus dem Asphalt brechen. Ja. Aber wenn man an der gleichen Stelle nochmal vorbeifährt, ist die Straße wieder komplett perfekt. So wie die Straße in New York natürlich Xbox auch sein. Auf die Xbox-Guide-Taste. Die hier in der Mitte, würde ich tippen. Warte, welche ist denn? Das ist deiner, denn? Auf Nachrichten. Bin ich denn hab ich da keine Nachricht geschickt? Ich hab da doch. Keine Nachricht? Da, Nachrichten, keine. Also ich kann draufdrücken. Geh mal drauf. Mit A, ne? Mhm. Ja, nix erhalten. Tja, also ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Der Postdienst in Liberty City streikt bei mir schlafen lassen. Gerade. Mensch. Speedy, halt uns auf dem Laufenden. Was hast du gemacht? Ich wollte ihm eigentlich eine Einladung schicken. Habe ich das jetzt nicht gemacht? Zum Spiel einladen. Vielleicht, weil er noch im Game war. So, da hast du sie bekommen. Also, wir merken uns beim nächsten Mal, wechseln wir raus. Und dann geht's auch los. Jetzt ballern wir uns gegenseitig ab, oder was? Wo kann man schießen und wo kann man laufen? Laufen weiß ich. Schießen tust du hier mit. Ich glaube, mit dem unteren. Boah, ich bin Linkshänder, das ist ja voll die Benachteiligung. Ist das schon mal aufgefallen? Ich kann hier oben das Ding auch benutzen, oder? Ach, nicht zum Schießen, zum Deckung nehmen. Und zum Laufen, meine ich. Zum Laufen, geht ja. Geht hier oben auch. Genau, ja. Ich meinte gerade. Du musst mal gucken. Einer von beiden ist auf jeden Fall zum Laufen, der andere, damit kannst du die Kameraperspektive wechseln. Das heißt, du kannst so, während du praktisch um dich ballerst. Ja. Ich muss dir sagen, ich bin ja als Rechtshänder mit dem rechten Daumen nicht so viel Gefühl wie mit dem linken. Ne? Ist das so? Ich bin Rechtshändler. Ist das umgedreht nicht so? Ich weiß nicht, also zum Zocken geht es. Keine Ahnung. Aber man hat es, glaube ich, auch gerade am Fasti gesehen, dass das keinen Unterschied macht, ob rechts oder links. Krüppel bleibt Krüppel. Mal gucken. In der Schule war ich auch schon mal benachteiligt. Es gab immer nur Rechtshänderscheren bei meiner Lehrerin. Für dich als Noob gibt es da eine wunderbare Möglichkeit. Du nimmst einen linken Bumper, ziehst nach hinten und dann zielst du automatisch. Genau, automatisches Aiming. Gegen dich brauche ich ja. So, und dann schauen wir mal ins Game. Wo schieße ich denn? So, da auf der Karte sind ein paar schwarze Flecken, die ausschauen wie Waffen. Da kannst du dann eine Waffe holen, eine stärkere Waffe. Weil mit der Spritzpistole wirst du wahrscheinlich keine Chance haben. Der Speedy ist, wenn ich das richtig sehe, der Orangenspieler, ne? Wenn ich das richtig sehe, Dennis ist hier... Ich habe ein weißes Cappy auf. Ja, aber du bist der orangene Pfeil und der Dennis ist blau und hat ja natürlich ein optimales Waffenarsenal gefunden. Was, du hast schon eine schöne Waffe? Nö, aber er hat da einiges in der Umgebung. Ich glaube, ich sehe 4 oder 5-mal die Uzi da rumliegen. Echt? Oder die MP5. Ja, Dennis, das sind die kleinen schwarzen Uzi. Da, jetzt sehe ich das gerade. Und jetzt hat aber auch die Polizei am Hals, wenn ich das sehe. Oh ja, stimmt. Ja, du ballerst da. Hab ich die. Der Dennis läuft in Krefeld auch immer durch die Gegend, ballert wild herum. Ja, und da sagt er auch nie. Da kommt niemand was. Ja, niemand. Er kommt auf mich zu hier, ne? Ja, die roten Punkte, die rot-blauen Punkte, das sind die Polizeiautos, Dennis. Hallo. Boah. Ja, netter Crash. Die Polizei von Liberty City kriegt die Führerscheine im Lotto. So, wo habe ich denn jetzt hier meine Waffen? Muss man, glaube ich, auf so einen Seitenhof. Geh mal da in die Seite rein. Die Polizei wird dich platt machen. Ach Quatsch, mich macht niemand platt. Aber selbstverständlich. Geh mal hier in die Seitengasse rein. Nee, nicht in die Seitengasse. Waffe. Nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Oh, muss ich wieder schnell zurück. Oh, da wird auf dich geschossen, Dennis. Aber sieht auf jeden Fall... Oh. Wow. Komm. Nochmal zurückfahren. Ach, das ist schon... da sitzt der Speedy im Auto und hat dich gerade versucht, einfach mal zu überfahren. Am besten machst du diesen Polizei... Fahrer kaputt. Ja, sehr schön. Nee, Speedy ist tot. Jawohl. 1-0 für den Dennis. Ich war das. Nein, das war der...
Du warst doch der Polizei, hab ich dich lang gemacht. Dennis, komm, ich helfe dir einfach mal. Schnapp dir mal ein Auto. Ja, ich will eigentlich eine Waffe. Ich will eigentlich irgendwas umbringen. Ja, schnapp dir mal ein Auto, dann kommen wir nämlich schneller zu. Also eigentlich nur den Speedy die ganze Zeit fertig machen. Oh, da ist die Polizei. Einsteigen mit dem gelben Knopf, mit dem Y. Bin ich dabei. Will ich jetzt praktisch seitlich ans Auto stellen. Gib mir den Wagen zurück hier. Oh, niedergeschossen. Okay, das war natürlich unfair. Da habe ich gar nichts gemacht. Noch nicht. So, wo, noch nicht. Wo spawnst du? Wo bist du? Eck. Genau, und ihr seht euch halt eben auf so, dem Radar. Hast du denn selber schon mal den Mafia 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 Modi ausprobiert online? Nee, also Multiplayer, ich zock den, ich würde mal sagen, so gut wie gar nicht. Okay. Ich habe mal jetzt für die Sendung ein bisschen durchgezockt. Alles klar. Dennis, hinter dir kommt der orangene Fleck. Nee, Dennis, hinter dir kommt gar nichts. Das passt schon, Dennis. Geh einfach mal ein bisschen spazieren. Da vorne im Auto. Nee, da kommt er zu Fuß gelaufen. Rechte Taste. Und mit der Shotgun kommt er da an, aber verliert sie. Dennis, jetzt hast du auch eine Waffe. Ach, bitte. Endlich. Nimm sie die automatisch auf? Ja, und du kannst sie wechseln mit dem Nintendo-Steuerkreuz. Damit kannst du es wechseln. Jetzt hast du das Messer. Nochmal drücken. Oh. Pistole, nochmal. Hast du sie schon aufgenommen? Ich glaube nicht. Doch, da hast du sie. Jetzt komm mal her, Junge. Mach. Nee, du hast das. Die Shotgun. Such dir ein Auto, Dennis, und fahr zu ihm. Ist relativ easy. Ah, nee, nicht so einen schlechten. Und drück mal die rote Taste am besten, weil dann kriegst du das Handy aus dem Bildschirm wieder raus. So. Ganz genau. Toll, mich hat schon wieder ein Auto angefahren. Hier wird schon fast gar keine Energie mehr. Ach so, wo bist du überhaupt? Hinter dir, ja. Oh, ja, lange Fahrt, aber Auto stellt sich halt dank des nicht allzu realistischen Rennmodus hier wieder hin. So ein Glück. Ja, das oder so. Das behauptet ja keiner. Das war ein Passant da auf dem Zebrastreifen. Sag mal, was ist denn mit dir los? So, jetzt in der Seitenstraße rechts. Bremst einfach mal ab und steig schon aus. Bremsen? Ja, das ist auch eine Möglichkeit zu bremsen, indem du einfach den Pickup platt machst. Da vorne, in dem Auto, da sitzt er. Dennis springt aus dem fahrenden Auto und ist tot. Ich bin jetzt durch den Sturz gestorben? Jawohl. Nein, ich glaube, du bist überfahren worden, aber ich denke, damit belassen wir es auch, weil... Aber ich sag mal so... Gewonnen. Du bist zweimal draufgekommen. Was willst du denn von mir? Hey, ich hab dich sowas von besiegt. Quatsch. Na, ich würde sagen, es ist ein Sieg für dich gewesen. Klar, natürlich. Was? Zweimal. Ich hab dich sogar zweimal besiegt. Der Polizistenkill an Dennis, der zählt ja eigentlich so nicht. Du sogar mit der Shotgun hast du verloren. Kommen wir natürlich. Ich hab dir da... Weißt du, ich hab so gezielt und dann Headshot und dann warst du direkt wieder platt. Speedy, lass uns noch mal eben schnell ein bisschen über die E-Sport-Variante reden. Wir haben jetzt den Multiplayer-Modus dort ein bisschen gesehen. Bist du ein Noob? Und ihr habt in der Konsolenliga, in der CSL, habt ihr halt eben auch Ladder aufgemacht und sogar einen Cup, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Verlier mal ein paar Worte drüber. Ja, also einschreiben bei der Ladder, für die Leute, die das Ligasystem noch nicht kennen, das kann sich halt jeder in der Ladder einschreiben, wie er will, zu jedem Zeitpunkt und arbeitet sich halt dann durch die Elo-Punkte nach oben. Es zählt halt viel Aktivität und Gewinne. Man muss natürlich auch gewinnen, um nach oben zu kommen, um die Punkte zu erhaschen. Und bei den Cups, die werden in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal veranstaltet. Kann sich da innerhalb von ein paar Tagen halt einschreiben und dann geht es manchmal nur an einem Abend, manchmal eine Woche, manchmal sogar zwei Monate. Ab und zu haben wir halt auch Preise für die einzelnen Cups. Okay, was gibt es da so zum Beispiel zu gewinnen? Wir schauen uns parallel da einfach mal schon die Paarungen an und eventuell auch die Tabelle. Für GTA, glaube ich, haben wir jetzt noch nichts. Oder haben wir für den Opening Cup was hergenommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn, dann war es wahrscheinlich irgendwie so ein Skin oder irgendwie sowas, also eine Kleinigkeit. Bei größeren Cups kann es dann mal sein, dass es halt um eine Soundanlage geht oder um iPod. Also alles Mögliche. Okay. Dann spiele ich mit. Ich habe reingeschaut, die Community hat viele, sage ich mal, schwerlastige Spiele gefordert, also sprich 4 gegen 4, 5 gegen 5, 6 gegen 6 teilweise. Hm. Ihr habt aber welche Ladder genau im Angebot? 3 Stück sind es, glaube ich. 1-on-1, 2-on-2? Genau, 1-on-1, 2-on-2 und 4-on-4. Genau. Und mehr geht eigentlich auch schon gar nicht, weil wir jetzt in der Cops and Crocs Ladder 4-on-4, da sind gerade mal 6 Teams drinnen. Ja. Und die fordern sich quasi jetzt gegenseitig, aber das macht halt dann auch nicht unbedingt so viel Spaß, irgendwie jetzt nach zwei Wochen schon alle Gegner durchzuhaben und dann wieder gegen die alten Leute sozusagen zu spielen. Mhm. Also für die Leute ist bei Spielen, wo jetzt nicht so viele Leute dabei sind, eher wichtig, dass sie immer wieder mal einen Cup bekommen. Und das ist dann immer wieder eine nette neue Herausforderung. Welche Spiele bietet ihr noch an, außer GTA 4? Also wir decken definitiv die wichtigsten Spiele ab. Es geht jetzt los bei Call of Duty, über Halo, FIFA, PES, die einzelnen Racer, die halt noch verlangt werden, wie Project Awesome Racing. Ja. Jetzt kommt dann am Freitag Race Driver Grid raus, das werden wir natürlich auch noch anbieten. Und wir haben jetzt hier in Deutschland die Xbox, Wii und NES-Sektion. Okay. In der Wii-Sektion geht es im Moment auch gut ab, weil da Mario Kart Wii rausgekommen ist und die zocken richtig, also knapp 200 Teilnehmer sind da drinnen.
Und Frankreich haben wir noch die PlayStation 3-Sektion und die wird auch demnächst dann auch in der UCL starten. Das ist unsere EU-Sektion. Okay, ich habe gesehen, ihr habt ein 4-4 Cops and Crooks Ladder. Was genau ist Cops and Crooks? Wenn ich richtig informiert bin, war es irgendwie, dass die einen so eine Art Verbrecher sind, die den Boss eskortieren müssen. Genau, irgendwie sowas kann das sein, ne? Ja, das war's. Und das andere Team ist aus Polizisten bestehend oder sind das auch Gangster, die anderen Gangster versuchen, über den Mafia-Boss dann erledigen müssen? Okay, also die können wirklich auch nur gewinnen, wenn sie den gegnerischen Mafia-Boss umbringen. Genau. Wird der auch gespielt von einem Spieler oder ist das ein NPC? Der wird auch von einem Spieler gespielt, soweit ich informiert bin. Okay, das heißt also, die Jungs treten da wirklich an und versuchen, den Paten zu eskortieren, während die Polizei versucht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Hört sich gut an. Ja, also für dich das optimale Spiel. Nee, also finde ich richtig gut. Finde ich, das ist schon die richtige Competition am Start. Also wenn ich überlege, ich habe da so mein Team, drei Leute um mich herum, ich bin der Big Boss. Und dann sehe ich so vier Polizisten, der Chief und seine drei Deputies da. Und dann also für die Hardcore-E-Sportler ist es ja immer irgendwie so, naja, Boss, nee, das ist blöd und keine Ahnung was. Die wollen irgendwie immer nur bei Counter-Strike Bomben diffusen oder irgendwie sich gegenseitig abballern. Wobei, bei Counter-Strike gab es auch mal VIP-Maps. Ja, da konnte man den VIP praktisch eskortieren. Assault war meine Lieblingsmap. Also ich habe die sau oft gespielt. Ja. Macht irgendwie schon Bock, aber irgendwie, es kommen dann so ein paar Faktoren halt in dem Spiel vor, die halt das ganze Spiel dann etwas E-Sport untauglich machen. Ich glaube, die CSler werden mich jetzt schlagen oder sowas, aber ich glaube, bei den bei den Leuten befreien Modus. Keine Ahnung, wie der jetzt Rescue-Modus, sagen wir es einfach mal. Okay. Es ist ja so, dass du ja die Geiseln erschießen kannst. Und wahrscheinlich gab es da zu viele Schwierigkeiten, dass sich der Modus dann letztendlich doch durchgesetzt hat. Okay, was würdest du sagen, welcher ist da der beliebteste von euch? Die Race Ladder, Cops and Crooks oder Mafia Work? Die Race Ladder, da sind die meisten Leute halt drinnen. Also wirklich Leute, die dann einfach nur lieber Rennen gegeneinander fahren als eine Art Need for Speed-Ersatz? Oder? Wobei ich jetzt sagen muss, also die Race Ladder mit der Cops and Crooks Ladder zu vergleichen, ist ein bisschen doof eigentlich, weil es gibt einen Haufen Spieler auch bei uns, die nur in einem Team spielen wollen, während andere Leute einfach nur in einem One-on-One spielen wollen. Das sind halt keine Teamspieler, die wollen halt einfach alleine zocken. Und ich bin jemand, der auch viel, viel lieber in einem Team spielt. Also ich würde mich jetzt nicht in einer Race-Ladder anmelden, sondern eben versuchen, irgendwie noch ein paar Jungs zusammen zu trommeln für die Cops and Crocs-Ladder. Um dann die eigene Gang aufzumachen. Genau, also geht ja alle in der Race-Ladder, sind jetzt 35 drin, sag ich jetzt mal, oder 34. Und in der Cops and Crocs-Ladder sind 6 Four- und Four-Teams drinnen, die natürlich dann aus 4 plus nochmal ein, zwei Spieler besteht. Also es sind jetzt ungefähr die gleiche Anzahl von Spielern. Okay. Man muss natürlich auch erwähnen, die Community ist da natürlich noch recht jung, sage ich mal. Gerade jetzt für den Titel, der ist ja nun erst am 29. April rausgekommen. Das sind noch nicht mal 4 Wochen. Ja, also es, während jetzt der PC irgendwie schon seit, keine Ahnung, einem Jahrzehnt irgendwie übers Internet halt zockt, machen es halt die Konsolen erst seit eben teilweise erst der neuen Konsolengeneration. Also auf der PlayStation ging es zwar schon noch auf der PS2, aber war etwas komplizierter. Da hat es dann noch so einen Adapter dazu gebraucht und jetzt bei Xbox Live startet es auch erst so richtig mit der Xbox 360 halt durch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben jetzt 22.000 Leute, die sich jetzt bei uns schon registriert haben und wenn man jetzt Call of Duty ist im Moment halt das größte Spiel halt bei uns, da sind halt schon gute 60 Teams, 5-on-5 Teams in den Ligen drin, da kommen auch gut und gerne mal 70 oder 80 5-on-5 Teams zu einem Cup zusammen. Also ist schon recht ordentlich und wenn man sich jetzt die Verkaufszahlen von der PS3 anschaut, das wird auch immer mehr. Also ich gehe davon aus, dass die PlayStation-Community genau nochmal dieselben Leute sind. Bei der Wii habe ich schon erwähnt, dass 200 Leute halt in der Mario Kart Wii-Ladder drin sind. Also es kommt schon. Die Leute merken halt, Online-Gaming macht immer mehr Spaß. Es macht mehr Spaß, eben gegen andere Personen halt zu spielen. Und die Liga wird dadurch halt auch dementsprechend wachsen. Ich würde sagen, wir wechseln einfach nochmal in den Free-for-All-Modus rein, suchen uns einfach einen Public-Server, auf den wir nochmal raufgehen und spielen gegen euch, die ihr da zu Hause sitzt. Du stellst das einfach alles ein. Wir nehmen den Monitor, damit wir dann da auch schauen können. Worauf hättest du denn Bock, Dennis? Mir ist es eigentlich egal. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich viel Lust mal auf Autorennen. Auf Autorennen? Du möchtest gerne Autorennen fahren? Meine, nachdem ich ihm gerade zweimal die Rübe weggeschossen habe, will ich ihm jetzt auch nochmal zeigen, dass ich eigentlich... Da haben wir es übrigens gerade nochmal schwarz auf weiß gehabt. Du bist dreimal gestorben sogar, habe ich gerade gesehen. Nee. 0-3 stand da und bei dir stand 2-2. Also, Speedy. Ich habe mich immer von den Polizisten bzw. von mir selber töten lassen. Nee, also... Wenn das wirklich dann meine Box ist und mein Account und mein Pad, mein Fernseher, meine Soundanlage, dann ist alles besser. Hast du keine Schnitte, echt. Mhm. Dann hast du den Käse und den Wein auch getrunken und gegessen. Dann ist alles super. Das ist jetzt wieder eine andere Controller. Dieses Bild verwirrt mich. Regie. So, wir gehen wieder. Ranglistenspiel.
Oder? Genau. Aber dann würde ich sagen, musst du auf jeden Fall, wenn wir schon Race spielen, um ein bisschen Pep reinzubekommen, GTA Race mit Waffen und Molotow-Cocktails, die du dann aus dem fahrenden Fahrzeug auf deine Kontrahenten schmeißen kannst. Ach, kann man gleichzeitig. Das kann man, natürlich. Das ist alles möglich. Du kannst dich auch die Reifen zerschießen. Weil du überhaupt eine Multitasking fährst. Dann leg du doch erstmal vor. Ich nicht? Nee. Nee. Ich konnte es auch nicht. Na, ich geh nochmal ran. Komm, lass uns eins gegen eins. Ne? Was, oder eins machst, gegen ziehst du ein oder was? Die kleine Sendung, ich ziehe so die Hosen aus. Lächerlich. Und dann holt er nämlich sein eigenes Equipment noch hier rein, weil er Angst hat, dass er verliert. Oh Mann. Ja, da wird abgeschleppt. So, das geht fix. Also das geht auf jeden Fall, muss ich jetzt sagen, fixer als bei der PlayStation 3, auf der ich es getestet habe. Also Rennklasse, Helikopter. Pluspunkt für die Xbox 360, weil auf der PlayStation 3 haben wir locker mal 20 Minuten gewartet, ehe wir ein Spiel wirklich gefunden haben, was dann einigermaßen voll war. Klar, man konnte immer gegen ein, zwei, drei Leute fahren, was dann natürlich aber nicht den Spaß macht. Und gerade bei Mafia Work braucht man ja halt eben, wenn man da im Team arbeitet, irgendwie, ich sag jetzt mal, 5, 6, 7 Leute sollten es schon sein. Passiert mir auch oft, also, dass ich wirklich irgendwie so 10 Minuten lang umeinander klicke und denke mir, verdammt nochmal, warum komme ich nicht auf den Server? Aber mit der Xbox. Mit der Xbox. Okay, also das kommt nochmal auf die Tageszeit. Hatten wir gerade Glück jetzt gehabt. Jetzt ist es irgendwie Rennen mit Helikopter, habe ich selbst auch noch nicht gespielt. Ja, eine Alternative, die ich so noch nicht gesehen habe. Ja, sauber. Ja, super. Und, ja toll. Man, das ist natürlich auch sehr sinnvoll, alle Helikopter da am gleichen Punkt starten zu lassen. Vielleicht war das auch deswegen gerade so beliebt und so voll. Okay. Also mit dem Helikopter kann ich scheinbar noch nicht so wirklich umgehen. Ja, naja, man kann ihn auch als Rasen- oder Baummäher benutzen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, Take, spiel du mal. So, komm, Y gedrückt halten. So, wo war jetzt hier? Also rechts oben ist Gas geben. Wenn irgendwas verpasst. Rechts oben, sagst du, hier? Ja. Nee, hier meinst du. So, jetzt geht's los, oder? Genau, damit geht's, nee, geht's runter. Und jetzt, wenn du den Knüppel, den Kuli-Head nach vorne drückst, den linken. Ja, nee, das ist die Kamera. Ach so. Den linken. Dann drückst du den Helikopter nach unten. Ah, okay, warte, jetzt hab ich's, glaube ich. Brauchen noch ein bisschen länger als die anderen. Ja, ist ja kein Problem, die warten garantiert. Wer hier also den Helikopter, um Gottes Willen, im Kasernengelände sieht, der sollte Gnade haben. Oh. Du hast jetzt, glaube ich, gar kein Heck mehr. Oh, das war halt gar nichts. Aber es ist wieder unglaublich, wie... Das war schon... warte mal. Also jetzt mal von vorne. Ich meine, die Auswahl, dass wir halt ausgerechnet in der ein Helikopterrennen erwischen. Ja, der Take will Autorennen fahren und man schanzt also mal direkt. Also Gas geben ist wo? Rechts oben. Da. Der Bumper, ja. So. Dann passiert der Trigger. Der da drunter. Also habe ich doch die ganze Zeit falsche Informationen von euch bekommen. Der untere, der rechte untere. Der rechte untere musste es also sein. Also unten ist ja eigentlich der hier, ne? Ja, genau. So, wenn ich den drücke, dann geht's nach oben. Richtig. Und wenn du jetzt die Nase nach vorne drückst, müsstest du auch nach vorne kommen. Jo. Natürlich nicht nur nach vorne gedrückt halten, dann geht's runter auf den Boden. Aber du siehst, da scheinen einige Schwierigkeiten zu haben. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Das muss man erstmal ein bisschen. Drück mal den linken Bumper. Nee, das ist der Trigger. Ja doch, jetzt kommt der Dennis vorwärts. Guck mal, er fliegt da jetzt auf die Miss Liberty zu. Heißt sie so? Miss Liberty? Island. Nee. Ja, die Insel heißt sie, aber wie heißt die Statue? Boah. Mal. Heißt die Miss Liberty, Dennis? Ey, wir haben doch einen Stadtführer da. Du kannst jetzt glänzen durch Allgemeinwissen, Dennis. Ja. Behaupte ich mal einfach. Schauen wir mal nach, ob sie Miss Liberty heißt. Nee, Statue of Happiness. Statue of Happiness, alles klar. So happy sieht die aber eigentlich gar nicht aus. Die grinst schon. Ja? Aber nur hier im also, Spiel. Ich weiß auch nicht, ne? Aber das mit dem Gas geben hat mir nicht so ganz geklappt. Aber du bist vorwärts gekommen, oder nicht, Dennis? Ja, aber ich meine, das geht halt nicht so, wie ich es mir gerne hätte. Also ich brauche Geschwindigkeit, es muss schnell aussehen. Muss auf jeden Fall noch die anderen ein bisschen abbeulern. So ein bisschen rumfliegen. Achso, wo ist denn Schießen überhaupt? Hinter dir ist auf jeden Fall der gelbe Checkpoint. Also du musst wahrscheinlich eine 180-Grad-Wende machen. Das ist kein Problem. Das kriegst du hin, ohne abzustürzen. Das sieht gut aus. Ganz easy, ganz easy. Und noch ein bisschen weiter, jetzt ist es noch 90 Grad in etwa. Nee, aber ja, und jetzt kannst du Gas geben. Wir hatten jetzt echt Pech, dass wir da in eine Helikopter-GTA-Rennen-Lobby reinkommen sind. Ja, wir spielten sowas. Ich wollte gerade sagen, es ist interessant, dass es überhaupt so ein Modi gibt. Ja, also normalerweise geht man halt eben davon aus, dass wenn es da Rennspiele gibt, dass man da nicht um die Wette fliegen muss. Und wenn, dann wenigstens mit einem Kampfjet oder so, aber doch nicht mit einem Helikopter. Also ich wage jetzt einfach mal die Prognose, dass sich dieser Spielmodus definitiv nicht im E-Sport durchsetzt. Das würde ich direkt unterschreiben. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Ich glaube es auch. Kann ich das Flugzeug kaputt machen? Dennis, du fliegst langsam immer höher und bist da jetzt schon auf Höhe der Passagierjets. Du willst nach unten? Ja, dann einfach nur die Nase nach unten drücken. Runter kommen sie alle, Dennis. Ich nicht. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Guck mal, du kommst sogar vorwärts dabei.
Jetzt geht's richtig ab, wa? Das Geschwindigkeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit für einen anderen Modus? Wir haben noch ungefähr anderthalb Minuten. Ich denke, okay. Es wird nicht mehr ganz reichen, um da jetzt noch ein anderes Spiel zu joinen. Aber das Spiel ist eh zu Ende in 5 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht können wir doch noch mal eben schnell was anderes anschmeißen. Das sollte kein Problem sein. Ich kann ja mal eben landen. Oh. So, Dennis, schauen wir mal. Wie 9. weit von gekommen? 400. Immerhin nicht abgestürzt. Naja, doch, zweimal eigentlich, aber das zählt natürlich nicht. Ja, also ich muss sagen... Es gibt wirklich jemanden, der Erster wird. Das ist echt unglaublich. The Korn 92, der hat es also mit dem Helikopter mittlerweile raus. Würde ich, also ist mir zu schwierig. Also ich habe schon im Singleplayer Probleme gehabt mit dem Helikopter. Ich bin da zweimal abgestürzt, bevor ich dann richtig habe landen können. Da gibt es ja so eine Mission mit dem Brucey. Keine Mission, da lädt er dich halt zum Helikopterflug halt ein. Okay. Ja, also wie gesagt, ich denke, oh, es gibt sogar Motorboot, sehe ich gerade, war das richtig? Trucks. Kommen wir nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung zum Spiel. Alles an sich, denke ich, auf jeden Fall, wie du schon am Eingang sagtest, das Spiel des Jahres oder zumindest hat es Potenzial dazu. Die Wertungen, die alle über 90% liegen, sprechen auf jeden Fall dafür. Ja. Genauso wie die Verkaufszahlen auch der alten Titel, die sind ja alle weit über 10 Millionen Mal verkauft worden. Ja, also ist echt ein Must-Have. Selbst für, also es gibt ja Shooter-Fans, es gibt Fußball-Fans, sonst ist es, aber ich glaube, das Spiel spricht wirklich jeden an. Ja. Und es lohnt sich total. Also man kann da wochenlang da in dem Spiel halt rumdümpeln und hat immer noch nicht alles erforscht. Ein Wort noch zum Jugendschutz. Das ist ab 18 hier in Deutschland, in Amerika sogar erst ab 17. Ist ziemlich richtig. Hoch angesetzt. Nee, ich finde es richtig. Also, aber ist gerechtfertigt, oder? Ja, schon. War das früher auch so? Früher, da war alles anders, Dennis. Du warst, glaube ich, ab 16, glaube ich sogar, ne? Du, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, ob die alten Titel da auch so... Ja, auch nicht mehr. Ich glaube, das war wirklich noch ein bisschen nicht ab 18. Aber ich finde das übrigens auch richtig. Also ab 18, ich meine, es ist auch wirklich... Ja, man muss damit halt schon ordentliches Blut spritzen, wenn man auf irgendeinen zuballert. Man kann halt wirklich... Ja, einfach so. Leute in Brand stecken, so wie vorhin auf der Autobahn, ja, das haben wir ja auch gesehen. Granate zwischen Passanten halt reinwerfen. Ja. Also das Ganze artet dann schon ein kleines bisschen aus, wenn man es so auslebt, das Spiel. Ja. Wie man es ausleben kann, wenn man möchte. Man kann es natürlich auch ganz anders machen. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Sendung. Ihr habt es mir bei der Premiere hier recht einfach gemacht. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich gehe nochmal nach vorne für eine Abmoderation. Und wünsche euch dann schon mal einen schönen Feierabend, Jungs. Ja, das war es soweit. Wir sind fertig mit der Sendung. Wie gesagt, für mich war es die Premiere am heutigen Tage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir selber hat es unheimlich Spaß gemacht und auch gefallen. Wenn ihr denkt, das war in Ordnung, geht in den GTA-Special-Artikel, postet eure Comments auch zu der Moderation und natürlich auch zum Spiel, eure Erfahrung. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend, schlaft gut und bis morgen. Ciao, euer Daniel. Morgen übrigens unbedingt nochmal reinschauen, denn da gibt es natürlich auch wieder spannende Übertragungen, die wir euch zeigen werden. Und ich wünsche euch was. Bis dann.